Wir sind auf der Welturaufführung von unserem neuen Film Fuck You Goethe. Viel Spaß dabei. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön und sehr nettes Publikum. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Elias ist einfach ein geiler Typ. Also es ist einfach eine unglaublich tolle Komödie, die einfach nur Spaß macht und dabei auch noch wirklich romantisch ist. Und außerdem ist Elias dabei und der lohnt sich. Also ich habe wirklich noch nichts gesehen und freue mich wahnsinnig auf den Film. Aber ich bin auch aufgeregt, weil das ist toll. Einfach die beste Komödie dieses Jahr. Es ist so lustig, dass man zwischendrin sich aufpassen muss, dass man überhaupt alles mitkriegt, weil die Leute so laut lachen werden. Von Anfang bis Ende. Es ist ein Gag nach dem anderen. Dass der Regisseur ein Fan von Pauker-Filmen war, das hat mich umgeschmissen beim Telefonat. Und dann wieder, also dann mache ich damit. Ich freue mich total. Also vor allem für die Schauspieler, dass so viele kreischende Mädchen hier sind und so. Und ich freue mich jetzt auf den Film. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der Constantin Film und der Red Pack Filmproduktion zur Weltpremiere hier in München heute Abend von Fuck You Goethe. Von den Machern von Türkisch für Anfänger kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens. Deine Schülerin weint. Chantal. Ja? Heul leise. Und ich finde es super gemacht und komm runter zu uns. Elias Mbarek. Also der Film war super, also wir haben viel gelacht und ja, super schöner Empfang hier auch im Hart. Genial, wirklich. Also ich fand das Schönste, dass die ziemlich jung waren und richtig gut gespielt haben, muss ich sagen. Das war echt beeindruckend. Super Paar, die Mischung stimmt einfach. Es war einer der lustigsten Filme, den ich jemals gesehen habe.